Flanke von links und Pöschel köpft zum 2:0 ein. Mit diesem hart erkämpften, aber verdienten Sieg errang der erste FC Nürnberg zum 7. Male die deutsche Meisterschaft. In der 39. Minute bezwingt Strehl den Bayern-Torwart Meier mit Kopfball und das Endergebnis lautet 2:0 für Nürnberg. Damit ist der Club deutscher Fußballmeister 1968. Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin, ich weiß nicht wie, Kopfball von Nickel, die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt, jetzt liegt der Ball im Netz. Jan Christiansen, der Hammer von Berlin. Den trifft er wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben so. Dittwar legt sich den Ball zurecht und er ist im Netz. Riesenjubel natürlich beim Schützen und bei seinen Fans. Und diesen Treffer auch nochmal in der Zeitlupe. Egner wäre fast dran gewesen. Torhüter Fabula und dann blieb die Kamera auf ihm stehen. Sie konnte nicht genau verfolgen, wer den Abwurf bekam, aber Dittwar ließ sich diese Chance nicht entgehen